Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Let's Play von meinem Monk-Leveln machen. Mittlerweile ist mein Magar-Ork auf Stufe 109, sprich, das ist die letzte Episode vor dem Achievement und dem Transmog, das wir kriegen, also quasi ja, unser Rassentransmog. Und dazu bin ich jetzt hier im Sturmheim unterwegs, denn es ist gerade hier noch eine Invasion. Ich dachte mir, komm, die nimmst du schnell mit. Das ist eine relativ gechillte Methode, um über, ja, ich glaube ab 98, nee, ab doch 98 ist es, glaube ich, kann man die machen und ja, kriegt da halt relativ viel EP. Ich nehme die immer ganz dankbar an, mach dann, so wie ich es jetzt auch mache, quasi immer nur die Invasion. Deswegen, ja. Haben wir die paar Level, die jetzt zwischendrin liegen, also zwischen dem letzten, ich glaube 105 oder so, oder 106 war es, habe ich jetzt einfach ein paar Invasionen gemacht. Die dauern halt immer, ja, so 10 Minuten, Viertelstunde etwa, um den Dreh rum, ne? Und da mache ich dann keine eigene Episode, sondern ja, habe das halt geskippt vom Leveln, weil ich dann halt das immer nur zwischenrein mache, wenn halt die Invasion auch ist, ne? Wie ich es auch schon bei den anderen Leveling rein gemacht habe. So, jetzt haben wir da unten noch ein bisschen was. Achso, was ihr jetzt vielleicht auch seht, ich habe da unten jetzt diese das zweite WoW in einem extra Window nochmal reingefügt, um einfach die Kamera und das mit drin zu haben. Ich muss mir überlegen, ob ich das die nächsten Tage, Wochen so beibehalte oder ob ich switchen werde. Aber jetzt ist jetzt mal so ein Test und ja, da können die Leute mal sich vielleicht schon mal so ein Ticken dran gewöhnen und dann guckt man mal, ne, wie es so im Grunde nach ankommt. Das einzige Problem, was ich halt habe, dass man dann so Daten wie Recount und solche Geschichten nicht mehr sieht, ist jetzt hier irrelevant, aber wenn ich raide, dann interessiert es doch den einen oder anderen, wie jetzt irgendein Heiler performt, wie der Damage ist und solche Geschichten, ne? Auch jetzt nicht mal nur, um Vergleiche ziehen zu können, sondern auch um ein bisschen zu sehen, okay, wie viel Damage braucht man zum Beispiel für einen Encounter etwa, ne? Und solche Geschichten. Das ist dann für den einen oder anderen interessant. Oder einfach zu sehen, ob die eigene Gruppe Kacke ist. Ne? Das ist auch immer ein legitimer Grund, um da ein bisschen zu gucken. Dann müsste ich es halt hier nach oben schieben, ne? Und da das Zeug basteln, wo ich jetzt gerade mein World Quest Gedönse habe, ne? Das ich ja im Raid nicht offen habe, weil ich da ja dann andere Geschichten dran habe. So, ich muss schon sagen, ich habe ja jetzt hier, naja gut, mittlerweile ist mein Gammel-Transmog, was ich bei dem hatte, nicht mehr komplett vollständig, denn ich habe jetzt hier einen Legendary-Kopf. Den habe ich mir nämlich letztens rübergeschickt. Ich dachte mir nämlich, ah, schau mal, jetzt sind wir 120. Nee, 120 wäre schön, 110 sind wir. 120 wäre schön, nach der zweiten World Quest. Wir machen die anderen jetzt aber tatsächlich noch fertig, um dann auch ein bisschen was rauszuholen. Und zwar, naja, vier Stück haben wir noch. Die nehmen wir mit. Die bringen nämlich noch tatsächlich relativ viel EP, auch über 110 hinaus. Aber sobald du 111 wirst, bringen sie fast gar nichts mehr, ne? Also da ist dann wirklich zu 95% die EP beschnitten. Hier kriege ich jetzt noch relativ viel. Das Einzige, was nicht mehr zählt, sind quasi die Prozente, die ich übers Gear kriege, ne? Also das wird nicht mehr mit reingerechnet, aber zumindest, ja, ist die Grund-EP noch die gleiche und das ist ganz gut. Du dachtest, ich bin fertig mit den LPs. Nee, das ist das letzte Ding. Ich musste halt noch warten, bis wieder eine Invasion ist, ne? Und ich die Aufnahme mitmachen konnte. Deswegen, ja. Quasi mit dem Ding bin ich dann fertig. Mir hat jetzt ja nur noch das letzte bisschen gefehlt, ne? Ich hatte ihn ja schon so weit vorbereitet, dass er so ein kurz vor 110 ist, ne? Aber in der letzten Episode gucke ich halt dann immer noch, dass ich quasi dann das Transmog auch noch zeige, mir das selber angucke und nur ein bisschen rumbastel. So, was müssen wir hier machen? Ah, wir müssen hier hinten dieses Portal beseitigen. Jetzt schauen wir mal, ob ich hier wen eingeladen bekomme. Ja, okay. Sieht eher schlecht aus. Dann muss ich das nämlich nicht ganz alleine machen. Weil mein Char hat natürlich jetzt nicht so geiles Equip, ne? Und dann zieht sich das teilweise, die ganzen Mobs hier umzuklopfen. Deswegen schaut man da eher so ein bisschen, dass man vielleicht den einen oder anderen für sich gewinnen kann. So. Ah, ja, nee, die Mobs mache ich nicht. Ich baue nur das Zeug ab. Lass ich den Hordler das wegziehen, weil das bringt hier am meisten. Amazon, hey, grüß dich.
Kann ich denn das eigentlich nicht kaputt machen? Das leuchtet irgendwie auch so komisch. Jetzt dachte ich fast schon. Achso, wenn ihr euch fragt, was ich unten mache, ich lasse gerade einen Transmog-Scan durchlaufen. Das dauert immer relativ lang. Und deswegen dachte ich mir, ja gut, jetzt machst du hier eh die Dings, ne? Kannst du das dabei durchlaufen lassen? Dann nutzt du den zweiten Account zumindest einigermaßen sinnvoll. Schade, ich dachte jetzt gerade, dass ich den hier. Den müssen wir noch umboxen. Warte mal, zählt der jetzt gar nicht für mich? Ich hoffe doch. Ja, ich hoffe doch. Na ja gut, wir sind auch schon bei 48%. Sonst hampeln hier eigentlich immer Leute rum, die ich ninjan kann. Dann geht das immer relativ schnell. Wie levelst du eigentlich zwischen 110 und 120? Eigentlich zu 90% über Inseln, ne? Das ist zum einen eine relativ schnelle Möglichkeit. Vor allem, wenn du eine gute Gruppe hast und über die Insel halt drüber bügelst, ne? Dann geht es halt echt bequem und ziemlich zügig. Und der zweite Vorteil an der Geschichte ist halt einfach, dass du, jetzt ziehe ich einfach mal die ganzen Mods zusammen. Und der zweite Vorteil an der Geschichte ist einfach, dass du zusätzlich noch die Chance hast, da auch die Mons rauszukriegen, ne? Und ich brauche ja auch noch zwei Quest-Items, ne? Die sind ja immer noch nicht gedroppt. Und ich schlag gerne zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist eine. Warte mal, komm, ich habe doch die HT-Trommeln. Warum nicht benutzen, ne? Wenn wir sie schon haben. Können wir sie einfach mal mit reinschmeißen. Anscheinend brauche ich sie auch. Plus alle CDs und alles für. Ich glaube, ich habe fast ein bisschen zu viele Mobs gepult, oder? Ich bin schon bei 84%. Ich glaube, das war schon. Naja, gut, ich habe einen zu viel gepult. Das ist vertretbar. Das ist vertretbar. Nee, und da kommst du eigentlich auf relativ gute Werte. Wenn ich jetzt so überlege, du bekommst für den Abschluss sind es ein bisschen über 70.000, um die 75.000 rum. Und für die Insel, je nachdem, wie du die Mobs killst, etwa das gleiche. Also zwischen ja, 60 und 100.000 bekommst du eigentlich auch durch Mobs von der Insel. Die Gruppe ist halt nicht da. Ja gut, das ist halt immer die Sache, ne? Eine sinnige Gruppe ist da natürlich nicht zu vernachlässigen. Es geht einfach viel schneller, ne? Hier ist aber irgendwie auch keiner von meiner Fraktion. Das ist ja ganz komisch. Sonst sind bei den Invasionen eigentlich schon immer relativ viele Leute. Und jetzt ist hier irgendwie halt so gar keiner, ne? Warte mal, ich habe gar keinen War-Mode an. Sehe ich gerade. Stimmt, ich habe den Char ja beim Char des Zorns gehabt. Und sobald ich zum Char des Zorns gehe, mache ich mit allen Chars den War-Mode aus. Weil du kannst beim Char des Zorns einfach nicht mit irgendeinem Gammeltwink mit War-Mode rumstehen. Weil da irgendwelche Spacken immer sind, die denken, huh, da ist ein Lowie. Komm, lass ihn mal umboxen. Und ich stehe ja meistens mit dem Account halt so semi-AFK darum. Also heißt, ich spiele halt auf dem ersten Account, stehe da halt auf dem zweiten einfach nur rum und warte halt quasi, bis der Char des Zorns auftaucht und tag den einfach nur, ne? Um das halt, ja, um da halt nicht die ganze Zeit rumstehen zu müssen. Und das ist so nervig, wenn du dann ständig angegriffen bist. Deswegen mache ich es jetzt mittlerweile einfach so, dass ich mit den ganzen Chars den Warmut ausmache, ne? Auch mit den Horden-Chars, weil mit den Allies habe ich es meistens eh aus, aber mit den Horden-Chars habe ich es meistens an, ne? Weil auf der Horde ist es halt so, dass eigentlich fast alle immer den Warmut anhaben. Und vor allem, wenn du auch in Gruppen oder so reingehst, dann bist du meistens, wenn du den Warmode aus hast, ziemlich alleine mit deaktivierten Warmode. Deswegen macht es da eigentlich schon Sinn, ihn anzulassen. Aber wenn du den Char des Zorns machst, ne, dann nee, nee, dann machst du ihn lieber aus. Da tust du dir selber einen Gefallen, weil sonst holen sie dich anderen vom Himmel. Und es gibt ja auch mittlerweile dieses eine Item, wo du einen runterschießen kannst, und das ist schon ziemlich nervig dann. Dann mal nochmal, obwohl so viel sollte ich eigentlich nicht zusammenziehen. Ich bin halt ziemlich gammelig equipped, das ist das Problem. Was gute Konstellationen für die Inseln sind. Also, da gibt es sicher verschiedene Ansichten. Was ich persönlich nicht schlecht finde, ist ein Tank. Und zwei DDs finde ich so von der Schnelligkeit eigentlich am besten. Na super, die haben die anderen getaggt. Das finde ich theoretisch von der Schnelligkeit. What the fuck? Ich laufe in die Mobs rein.
Ja, super, die taggen mir alle Mobs weg. Sind Drecksäcke. Also ich finde ein Tank und 2 DD ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Heiler brauchst du halt nicht so wirklich. Vor allem im Normal, wenn du durchrushen willst, nicht. Weil du ja eigentlich viele Mobs pullst, die schnell tötest und nicht über die Orbs wieder hochheilst. Ne? Und dementsprechend, ja, brauchst du da, also meiner Ansicht nach, keinen Heiler, ne? Du brauchst halt DDs mit Bums und einen Tank, der zumindest ein bisschen was aushält oder vielleicht auch einen gewissen Damage macht, ne? Optimalerweise. Komm, jetzt pull ich den noch zusammen, dann müsste es eigentlich reichen. Und da muss ich sagen, dass oftmals sich Range-DDs anbieten, weil du natürlich sehr, sehr viele Void-Effekte hast und die sind nun mal meistens alle beim Tank rum. Und wenn du Melees hast mit nicht so geilem Movement, tut sich da ein Melee wesentlich schwieriger als ein Range. Ne? Der Range steht meistens draußen, kriegt die paar Effekte ab, die nach außen zu ihm fallen und das war's. Meistens, wenn du halt wirklich so einen riesigen Mass-Pull machst, also ich rede jetzt nicht von 10 Mobs, sondern ich rede halt wirklich von 50 Mobs aufwärts. Ne? Also auch mal 100 Mobs oder so. Gut, mittlerweile sind die Inseln ein bisschen schwieriger geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob das so krass noch geht, aber wenn du so einen riesen Mass-Pull machst, dann hast du da 50 AE-Effekte gefühlt, ja. Und dann wird's halt schwierig für Melees, ne? Anders verhält sich's, wenn du einen Mass-Stun hast. Das ist natürlich dann eine schicke Sache. Halt, warte mal, da oben habe ich nur eins vergessen und dann sind wir auch durch. Dann hole ich mir mein Transmog-Zeug. Da musst du nämlich immer zurückgehen zu. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich da genau hin muss. Ah, Traditionsausrüstung der Magar. Da haben wir den. Okay, das hat sie erledigt. Okay, ich muss quasi einfach nach OG gehen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich meinen Ruhestein habe. Tal der Ehre. Ja, gut, das müsste sogar das Richtige sein. Dann kann ich mich direkt hinporten. Ja. Eigentlich so die besten Erfahrungen hatte ich gemacht mit Hunter Mage, finde ich gut. Weil du einfach mit Mage auch diesen krassen, dieses krasse Gefroste hast, ne? Und das macht halt schon viel aus. Also wenn die Mobs richtig runtergeslowt sind, bis vor, ich meine, bis vor Patch 4, 8.1.4, ne? Ne, 8. Ne, 8.1, so rum. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die 4 herbringe. War es ja so, dass die Mages, glaube ich, bis zu 70% geslowt haben. Und das haben sie ja jetzt leider ein wenig reduziert. Jetzt sind es, glaube ich, bloß noch 50%, ne? Aber das war schon eine krasse Hausnummer. Das war auf jeden Fall eine krasse Hausnummer. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier alles taunte, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, dass ich hier das Zeug noch alles krieg. Es leckt schon wieder hier so ein bisschen. Weiß nicht, irgendwas will heute nicht so ganz. So, Dinger habe ich genug. Okay, jetzt muss ich noch Dämonen töten. Aber irgendwie sind hier bloß Allianzler, ne? Sonst geht es mir eigentlich immer andersrum, dass bloß Hordler da sind. Weiß gar nicht, was da los ist. Vor allem mit dem spiele ich ja. Ja, obwohl Erre da. Gut, Erre da ist auch nicht mehr so voll, wie er früher mal war. Jo, ich wünsche dir auch einen schönen Abend, ne? Früher war Erida mal ein verdammt voller Server. Das hat sich irgendwie so ein bisschen erledigt. So ein Indikator dafür, wie voll oder leer ein Server ist, siehst du auch. Du musst nicht mal unbedingt auf die Serverzahl gucken, also was an Leuten wirklich aktiv drauf ist, sondern du merkst es auch an den Auktionshauspreisen, ne? Oder an allgemein der Fülle an Items, die im Auktionshaus sind. Und wenn ich Erre da mit Antonidas vergleiche, ist es krass. Was ein relativ guter Referenzwert ist, sind so Sachen, die viele Leute nutzen, ne? Und das Craft Gear, ne, was mit 8.1 rein ist, diese drei 40er Items, ne, die kosten auf Antonidas teilweise nichts, ne? Teilweise kriegst du die für knappe 1000 Gold, ja? Hier auf Erre da kosten die wesentlich mehr. Teilweise sind da nur zwei drin, die kosten dann 7, 8, 9, 10.000 Gold, ne? Weil du halt einfach, wenn du halt wenig Items hast und wenig Konkurrenz, dann kannst du natürlich auch die Preise hochschrauben, ne? Dann ist das relativ easy für dich als Verkäufer. Und ich habe ja mal ein paar Chars hochgequippt, um ja hier die Warfronts gehen zu können, um allgemein ein bisschen Gear zu haben, um auch hier meine Mount-IDs zu rauszuhauen. Ich wollte jetzt halt nicht ewig mit jedem Char Gear farmen, ne?
Und das war aber halt schon krass in dem Sinne, weil auf Erita das halt teilweise das Drei-Vierfache gekostet hat oder noch mehr, ne? Also teilweise Sechs-Siebenfache, je nachdem welches Item, wenn da halt nur ein Anbieter drin war, das merkst du dann halt schon. Gut, Antonius ist da halt ein sehr gesegneter Server, weil der halt ziemlich voll ist, ne? Und da hast du eigentlich alles in einem günstigeren Rahmen, ne? Kannst du da halten. So, die Invasion haben wir fertig. Mein Transmog-Ding hier, mein Transmog-Scan ist auch durchgelaufen. Ihr seht mal, wie lange das dauert. Aber jetzt kann ich jetzt alle Items, die ich noch Transmog-mäßig brauche, da sehen, was recht praktisch ist. So, wir geben mal die Quest hier ab. Jetzt müssten wir das Achievement kriegen, genau. Und ich habe hier, warte mal, wenn ins Chat geht, das Ganze. What the fuck? Wie viele Sachen sind das? Ah, das sind wahrscheinlich von jeder Rüstungsstufe ist das. Also so sieht's aus, das Transmog-Gear. Sieht schon nice aus. Und ich würde sagen, das legen wir jetzt doch mal an. Das legen wir doch jetzt mal an. Ich habe nämlich einen Transmog-Mount. Und dann schauen wir auf Sets. Tja, was ist das jetzt für ein Set? Nee, was ist denn das hier eigentlich? Season 2 Set. Ah, schon mal. Ich habe sogar relativ viele Monk Sets auch. Ah, ach so, das sind auch verschiedene. Ach, schau mal an, das sind gar nicht verschiedene Rüstungsklassen. Man hat hier quasi Traditionsausrüstung des Kriegshymnen-Clans. Das ist das hier. Ne? Dann habe ich das Schwarzfels-Clans. Das ist quasi ein bisschen dunkler gehalten. Und dann habe ich das Frostwolf-Clans. Aber ich finde am. Also, das sieht zwar auch cool aus, aber zu meinem braunen Ork passt eigentlich das hier am besten. Ne? Vom Kriegshymnen-Clan. Jetzt brauche ich aber noch eine geilere Waffe, muss ich sagen. Und zwar. Ja, scheiße, ich kann mit dem natürlich nur Stäbe und Stangenwaffen nehmen. Also, ich glaube, Stäbe kannst du knicken, oder? Ich müsste da, glaube ich, eine. Also, eine Axt würde halt jetzt hier gut ausschauen zu dem Set, aber die kann ich jetzt nicht benutzen. Deswegen nehme ich eine Stangenwaffe, irgendwas Brachiales. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Nee, das ist zu mechanisch. So, die. Oder sowas. Die Richtung wäre schon mal nicht schlecht. Vielleicht auch sowas mit Hörnern, ne? Vielleicht finden wir da was. Das passt eigentlich gut dazu, ne? Fürchtet den Gladiatus. Die ist nicht schlecht. Die ist ein bisschen zu hell. Ah, die finde ich schon mal nicht schlecht. Das hat auch diesen Rotton, ne? Das könnten wir machen. Aber da finden wir bestimmt noch was Besseres. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber vom Farbton passt es nicht so ganz. Das ist eine PvP. Die hatte ich früher. Da weiß ich. Damit habe ich Arena gespielt. Kenne ich noch. Die müsste aus Ding sein, aus WoD. Oder so ein Riesending von. Das ist hier das Heirloom-Item aus SOO. So ein paar Transmog-Sachen kenne ich, ne? Aber ich bin absolut kein Transmog-Experte, ne? Also will ich mir jetzt gar nicht aufspielen. Da ich Transmog auch meine Chars eigentlich nicht, außer halt ein paar. Wenn ich mir jetzt natürlich hier extra das Transmog freispiele, ne? Dann nutzen wir das natürlich auch. Und meine Main-Chars sind natürlich schon. Die ist natürlich geil, ne? Harpune des Orkjägers. Heißt es jetzt, dass man Orks jagt oder ist das ein Orkjäger? Oder sowas. Die Richtung wäre natürlich auch nicht so verkehrt, ne? Das hier ist eigentlich geil. Die finde ich echt nicht so schlecht. Wie viele Seiten haben wir denn? 8 Seiten. Okay, das sind jetzt nicht so viele. Da können wir sogar ein paar durchgehen. Ja, also diese Dinger, die passen nicht so ganz. Den fand ich damals auch geil, aber es ist jetzt hier auch nicht so. Haben wir dasselbe Model? Oder so ein. Nee, schwarz passt jetzt auch nicht ganz dazu. Okay. Also was haben wir jetzt theoretisch? Ich fand den nicht so schlecht, ne? Also das finde ich nicht so schlecht. Dann, nee, wo war das andere? Nee. Die Richtung würde eigentlich auch gehen. Auf der ersten Seite war ja das hier. Ich glaube, das finde ich sogar fast am besten, ne? Ne, ich glaube, ich nehme das hier. Die hier.
Schauen wir mal noch, was wir da drauf machen können. Irgendwas Cooles. Berserker. Hatte ich nicht auch irgend so eine PvP-VZ? Meine ich? Nee, also eigentlich will ich was Rotes drauf haben. Das hier. Okay, aber das ist, glaube ich, fast ein bisschen too much, ne? Ich glaube, das andere war besser. Oder was ist das hier? Und das hier, glorreiche Tyrannei. Ist das das PvP-Ding? Ich hatte irgend so eine PvP, VZ gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß, ne? Ich und Namen. Das ist ganz schlimm. Ich glaube, ich nehme das hier. Oder die andere. Natürlich auch cool, die Berserker. Die ist fast ein bisschen too much. Obwohl, komm. Blutende Auge, was macht das hier? Das ist einfach nur so ein bisschen Feuer. Ah ja, gut, komm, blutende Auge. Das passt vor allem auch zu so einem Ork. Dann nehmen wir die dezente Variante, blutende Auge. So, dann ist er fertig. Und ich bin auch fertig in jederlei Hinsicht. Schauen wir mal, ob die Waffe wirklich dazu passt. Ja, also, ne, jetzt so 100.000-prozentig nicht, aber es ist okay, oder? Es ist okay. Ähnlicher Rotton hier mit dem Eisen und so. Ich würde sagen, das kann man machen, ja? Also ich gewinne damit keinen Transmog-Preis, aber das denke ich mal, kann man machen. Gut, dann sind wir damit am Ende von meinem kleinen Leveling mit meinem Magar-Org. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Levelreihe. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.